Schade, dass wir gerade so raus müssen aus dem Schild. Ich bleib noch weniger Zeit. Also gucke ich nochmal, was das hier oben noch hat. Aber das ist ja eigentlich alles aktiviert, ne? Nee. Das Teil da. Das... Oh, warum geht die nicht? Frag mich, ob es da noch eine andere gibt. Oh, okay, das bleibt zu kalt. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Gucken wir doch mal. Systeme sind bei 100%. Was passiert, wenn wir das jetzt ändern? Okay, dann geht die auch zu. Wieso verschafft uns das einen Vorteil? Ich glaube, es spielt keine Rolle. Ich glaube, wir haben alles gefunden, was geht. Gehe ich jetzt wieder zurück. Wenn ich was verpasst habe, haben wir jetzt Pech gehabt, weil ich glaube, ich gleich nicht mehr hier sein darf. Naja, ich werde wahrscheinlich nochmal Sudoku lösen müssen. Aber ansonsten haben wir nicht mehr lange. Das war knapp. Knapper, als es gut ist. So. Ich glaube, ich habe immer noch nicht voll Lebenspunkte. Jetzt aber. So, da drüben, das will ich mir auch noch angucken. Ist das wieder so ein Baum? Das sieht schon wieder so aus. Ha. Wir haben keine wirklich gute Deckung hier. Okay. Granate ist weit genug weg, glaube ich. Das hat nicht so gut getroffen. Okay. Bin ich bereit jetzt, oder? Wer ist da über uns? Und ein Brecher, der tot ist. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Ja, yep. Das glaube ich auch. Und ich glaube, wir haben auch keine Lebenspunkte verloren. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Tatsache, und wie hat der hier überlebt? Es ist doch viel zu kalt. Oder nicht? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Oh. Lebenserhaltung. Datenmuster. Ich glaube, das war aber auch das Einzige, was wir hier finden können. Denn höher geht's hier nicht. Ah, durch den Baum fallen wir einfach durch. Natürlich. Oh. Ich weiß nicht, wo... Da ist hier eine Schwachstelle. Oh. Ah. Muss mich erstmal verstecken. Der sollte gleich down sein. Aber auch nicht. Wir das halt erledigen. Hey, ich habe den auch getroffen. Sehr gut. Mehr Deckung von der Seite. So. Noch so ein Tilger. Oh, was ist das denn da? Oh, ein Assembler. Wir werden gerade von zu vielen Seiten angegriffen. Meine Güte, wie gut der treffen kann. Dass wir auch treffen können. Aua. Dass wir auch treffen können. Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor. Oh ja, das stimmt natürlich auch noch. Muss auf alles gleichzeitig aufpassen. Okay. Ich glaube, das waren alle. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Yep. Huh.
Aha, ich sehe die ganzen Verbindungen. Von hier aus geht eine ganz weit runter. Ist hier denn noch irgendwas sonst? Ich sehe nämlich nichts. Das ist sicherlich zu weit unten. Oh. Das war sehr knapp. Ein paar Überreste. Ja, damit. Ich registriere eine Erdbeben. Scheint nichts da zu sein. Ja, was ist denn da mit da drüben? Das muss ja auch irgendwie sich öffnen lassen, ne? Frage ist wie. Ich will es mir auf jeden Fall noch angucken. Bevor wir diesen Ort ewig verdammen. Oh. Da komme ich so aber nicht rüber. Also. Irgendwo muss eine Verbindung sein. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ha. Hier gibt's noch eine Verbindung irgendwo. Hier. Pathfinder, das könnte Auswirkungen auf Ihre Flucht aus dem Reinigungsfeld haben. Ach so, ja, das sollten wir wahrscheinlich nicht später machen. Das würde zu lange dauern, aber... Ach, da ist es. Es ist irgendwo da drüben. Gut, dass wir das erkennen können. Das wusste ich nämlich nicht. Und ich finde es auch gut, dass man das eigentlich nicht braucht. Das, was wir uns da gerade erschaffen haben, um zu der Tür zu gelangen. So. Wie kommen wir an diese Konsole? Das da drüben auslöst. Und hier sehe ich im Speziellen kein Feld. Keine Linie. Irgendwo hin. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Ich wüsste auch nicht, wo die andere Konsole sein könnte. Außer da unten natürlich. Oh, oh, was passiert eigentlich, wenn ich das so mache? Von hier komme ich nicht mehr zurück. Ah. Ah, okay, es wird automatisch aktiviert. Sehr gut. Okay. Immerhin haben sie sogar an sowas gedacht. Das ist natürlich die Frage. Also das können wir auf jeden Fall deaktivieren. Das ist irrelevant. Moment, aber was macht das andere? Da ist ja noch eine andere Verbindung. Oh, okay. Das bringt anscheinend nicht besonders viel. Was ist die Verbindung? Findet sich mit dieser Konsole. Und die mit der. Und was ist die andere Verbindung? Das ist der da drüben. Die wir aber so auch nicht benutzen können. Die können wir nur benutzen, wenn wir irgendwie das da oben angeschaltet haben. Was auch sehr merkwürdig ist. Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor, Pathfinder. Jo, schon klar. Bisschen weniger Zeitdruck. Wäre, glaube ich, ganz angenehm. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Ich meine, es muss nicht mal was hiermit zu tun haben, aber was, wenn es was hiermit zu tun hat? Hier können wir nicht aktivieren, so? Jetzt bin ich aber überfragt. Dass er manchmal einfach nicht danach greifen will. So, und die aktiviert auch das da drüben. Super. Hat nicht geklappt. Das war aber... Bringt die da online? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen. Vielleicht hat das auch alles nichts hiermit zu tun, sondern mit da drüben oder so. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Was ich halt auch gerade gemerkt habe. Deaktiviert das dann auch das allerletzte da drüben? Ist das so eine
das lange durchreiche? Ja. Okay. Ja, und das aktiviert die Konsole dort. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, das glaube ich jetzt auch. Das letzte gemacht, was mir noch Kopfzerbrechen bereitet hat. Also hierhin. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ja, hier. Hier drin ist alles okay. Minus 30 Grad ist vollkommen okay. Nicht wirklich. Das wäre mir persönlich wesentlich zu kalt, aber gut. Er hat ja auch eine Rüstung an. Die sollte einem zumindest mäßigen Schutz geben. Und es gibt ja auch Orte auf der Erde, wo es minus 50 Grad kalt werden kann. Und auch da überleben die Menschen allerdings auch nicht lange. Oh, danke Liam. Beinahe hättest du mich getötet. Obwohl er doch immer der sein will, der mich beschützt. So. Jetzt können wir da drüben auch ran. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ja, danach werde ich definitiv meinen Fluchtweg wieder vereinfachen. Das hier wieder runtersetze. Reltec, die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Oh. Ich werde diese Karte in ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Oh. Okay, das war wieder sehr knapp. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Wo war die? Die war hier oben, ne? Also wir vereinfachen uns den Weg und müssen trotzdem da irgendwie noch rüberkommen. Obwohl, wir können doch einfach von da rüberspringen. Das ist doch nicht so weit, oder? Oder? Nee, das wirkt irgendwie so, als würde das nicht gehen. Ich glaube, ich werde erstmal einen Trockenlauf machen, um zu sehen, ob das wirklich klappt. Ha, ich stehe nur mit den Füßen drin und alles ist okay. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Die Füße sind halt sehr wichtig. Anscheinend wichtiger. Na, mal gucken. Ich hoffe, dass wir es so schaffen können. Okay. Hopp. Hopp. Zack. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. So, also von hier rauf. Ja, und von hier komme ich ja darüber. Das weiß ich ja, das funktioniert. Das habe ich schon ausprobiert. Trotzdem werde ich vorher noch einmal speichern. Okay. Bereit machen. Schneid euch an. Auf geht's. Da kommt es! Los, los! Da kommen noch mehr Böse! Mehr Böse. Reltec! Mitnehmen. Hierhin. Hier rauf. Das halte ich gut fest. Ignorieren. Ignorieren. Warum muss das eigentlich immer feindlich sein? Weiter wegrennen. Puh. Und alles okay? Mann, die Sache verliert nie 100%. Nichts wie raus hier. Ja, ab hier. Bloß weg. Ist sogar aufgelevelt. Und Nexus geht's auch besser. Alles gleichzeitig plötzlich. Uff. Okay. Ich find's gut, dass die Experience Points, die Erfahrungspunkte uns erst danach angezeigt werden. Falsche Richtung. Danach muss ich. Oh, hier ist es wohl auch kalt, aber nicht kalt genug. Um uns wirklich zu gefährden. Okay. Pathfinder, die Lufttemperatur ist seit der Aktivierung des Gewölbes um 13 Grad gestiegen. Aufgrund der geringeren Wolkendecke wird die Sonnenenergie dramatisch ansteigen.
Unsere Leute können hier ein neues Leben beginnen. Mhm. 13 Grad mehr ist tatsächlich ganz angenehm. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Würde ich mal sagen. Sie können mit ihrem Abbauinterface... Ja, ja, mein Abbauinterface und alles. Ist schon okay. Als nächstes gehen wir dahin und machen eine Schnellreise in die Richtung. Denn das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Bis darüber.